Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir die Gerudo-Wüste betreten. Haben den Turm hier aktiviert, haben hier eine Schreinquest angefangen, die wir hier hinten noch lösen müssen. Da müssen wir hier den Stein sammeln und dahinter tragen. Haben hier den Schrein gemacht, waren kurz im Stall, haben das Gerücht um diesen Stall schon erledigt und gehen jetzt zum Wüstenbazar und hoffen, dass wir danach zur Stadt kommen. Allerdings ist es so, dass es hier in der Gerudo-Wüste wieder Sandstürme gibt, wo man anscheinend ohne Sandraube nicht so schnell oder nicht so einfach durchkommt. Und es wird wahrscheinlich wie ein BOCW sein, dass wenn ich in den Sandsturm reingehe, dass die Karte dann sagt Tschüss. Und ich schätze, die Sandstürme werden erst weggehen, wenn wir den Tempel haben. Aber ich hatte absolut keine Ahnung, wo der dann ist, ne? Aber wir müssen erstmal die Stadt erreichen. Und den Wüstenbazar. Sava. Noch ein Hylia, oder was? Es ist zwar lobenswert, dass du es bei diesem Wetter hergeschafft hast, genau wie diese Händler vor dir. Aber das Gebiet südlich vom Wüstenbazar wird momentan von einem Sandsturm heimgesucht und die Sicht ist gleich null. Auch gibt es Augenzeugenberichte von seltsamen Monstern, darum würde ich an deiner Stelle meine Reise abbrechen. Diese Oase steht unter dem Schutz von uns Gerudo-Kriegerern. Du könntest dir also ganz und sicher entspannen. Moment. Ah, die gibt es wahrscheinlich, hä? Ja, ich schätze, die gibt es. Moment. Heißt es dann vielleicht, dass ich irgendeine dieser Höhlen betreten muss, um unter dem Sandsturm durchzukommen? Das wäre krank, ne? Da ist Aufwind. Kann ich da einfach losfliegen? Alter, ich habe doch keine Ahnung, was hier abgeht. Rutschpartie. Ach, du Heilige. Ach, du heilige Maria. What the fuck ist das denn? Aber das heißt, diese Schlitten werden wahrscheinlich in der Wüste extrem geil sein, ne? Weil man damit auf Sand richtig gut fahren kann anscheinend. Ich darf halt nur schon, muss halt aufpassen, dass ich, die Truhe nicht übersehe. Okay, hier darf ich mir ein Gefährt bauen. Jetzt sehen wir es gleich, wie gut sie sind. Komm schon. Da. Das heißt, da hinten, ich sehe die Truhe. Ich sehe die Truhe. So, dahinter müssen wir. Gehe ich eigentlich hier im Sand unter? Wahrscheinlich, oder? Ich hoffe, du bleibst da. Wir müssen eigentlich nur diese Truhe mitnehmen und dann können wir fahren. So, Holzpfeile. Das war die einzige Truhe hier. Und dann können wir dann gleich, wenn wir hier draußen sind, uns den Wüstenbazar mal genauer anschauen, weil der scheint ja sehr anders zu sein als der im BOCW. Allein, weil hier jetzt wahrscheinlich das Wasser fehlt, das ist wahrscheinlich in den Untergrund gesackt. Da kann ich eigentlich mal gerade gucken. Wüstenbazar-Mine, da waren wir schon. Interessant. Ja, dann wird wahrscheinlich diese komischen Monster, die gesichtet worden sein, die gibt es sein, weil die haben wir ja schon im Untergrund bekämpft. Und ich, wenn ich mich nicht falsch erinnere, war es hier gegen Gyptos, sind Elementarwaffen extrem stark. Mit normalen Waffen kommen wir da fast nicht gegen an anscheinend. So. Hier sind ein Haufen Händler, mit denen ich noch reden kann. Einer da vorne, da sind wir schon vorbei. Der hat auch eine Truhe. Das ist wahrscheinlich eine Quest, oder? Ja.
Sava, ich meine Sava Sava. Es war knapp. Wenn die anderen mich gehört hätten, hätten sie mich wieder gedisst, weil ich Jugendslang verwende. Meine Vorgesetzte hat mich damit beauftragt, eine Waffe hübsch zu verzieren. Klingt einfach, als es ist. Sie möchte eine Verzierung, die funkelt und feurige Leidenschaft ausstrahlt. Aber was genau meint sie wohl damit? Leider ist meine Vorgesetzte allergisch gegen Monster, deshalb darf ich dafür keine Monsterzutaten verwenden. Ach du Kacke. Eine leidenschaftliche Waffe. Moment. Eine Verzierung, die funkelt und feurige Leidenschaft ausstrahlt. Na, er sagt nicht, ich brauche hier tatsächlich Zauberstab. Also, probieren wir es einfach mal. Rhodonit auf dem Boden. Was hältst du hiervon? Dürfte ich mir die Waffe vielleicht noch mal etwas genauer ansehen? Ich glaube, damit ließe sich arbeiten. Man bringt also eine Rhodonit an und... Das Funkeln ist perfekt. Ein Inbegriff funkelnder Leidenschaft. Das gibt es ja wohl nicht zu meckern. Da gibt es nichts zu meckern. Und selbst ich... Wenn selbst ich zu sowas entstande bin, wird meine Vorgesetzte für Freude sicher außer sich sein. Sabak für die kleine Inspirationshilfe. Hier, nimm dies zum Dank. Damit verziehe ich Waffen normalerweise am liebsten. Vorausgesetzt, ihre Besitzer sind nicht dagegen allergisch. Um diese Uhrzeit treiben sich hier in der Gegend richtig viele Monster herum. Viel zu gefährlich, um rumzuspazieren. Aber falls du deine Waffe mit einem Geschenk verzierst, solltest du die, mit meinem Geschenk verzierst, solltest du für dort draußen bestes gewappnet sein. Hey, was tust du da? Diese Vorräte sind für die Kriegerinnen. Und wegen des Schandsturms hackt es ziemlich bei dem Nachschub. Geht also bitte zum Händler, wenn du was brauchst. Ach komm, echt jetzt? Die ist, glaube ich, ein bisschen eingegangen. Ist die Quelle nicht ein bisschen niedriger als sonst? Wahrscheinlich wegen der Hitze, oder? Gerudo-Bogen. Ah, stimmt, ich habe auch letzte Folge ein Gerudo-Schild gehabt. Gerudo-Bogen auf dem Boden. Gerudo-Schild auf dem Boden. Klar, irgendwann werde ich mir die ganzen Fotos kaufen, aber so viel wie möglich möchte ich natürlich selber fotografieren. Dann müssen wir weniger Geld am Schluss ausgeben. Gerudo-Bogen. Gerudo-Schild. So. 1, 2, 3, 4... Lanzen und zwei Schwerter. Dann glaube ich, machen wir mal ein paar Waffen. Vielleicht auch welche, die Elementarschaden machen. Zum Beispiel die zwei Schwerter. Machen wir mit so. Und dann eins das, zwei davon. Und eins davon. Damit, was macht am meisten? Muss ich das Horn machen? Fuck. Das andere Horn meine ich natürlich. Ja, egal. Sehen wir Bock das Horn hier. Da, das. Das sind einfach Elementarwaffen, die ich brauche. So. Ich noch. Ja, ich könnte eine Zweihandwaffe machen. Mache ich auch. Ich mach die Stachelkugelhammer-Synthese rückgängig. Und klatsch da. Ich kann halt echt ein fettes weißes Leunenschwert draus machen. Oder ich mach eine Elementarwaffe raus. So. Ja. So, habe ich mit dir schon geredet? Ich glaube nicht. Sava Sava, dich habe ich hier noch nie gesehen. Gehörst du diesem Karawanentrupp, der nach Gudestadt unterwegs ist? Karawanentrupp?
Eine Gruppe hylianischer Händler. Wegen des Sandsturms ist im Handel vorerst nicht zu denken. An Handel nicht zu denken. Also helfen Sie beim Bewachen des Zugangs zur Stadt. Tja, ich setze, Sie wollen sich bei uns einschmeicheln, damit wir Sie in die Stadt lassen. Aber daraus wird nichts, so will es nun mal das Gesetz von Grudestadt. Der Sandsturm macht euch Hylianern ganz besonders zu schaffen, also solltest du besser hier bleiben. So, dann haben wir hier noch einen Händler, der was verkauft. Hey. Guten Abend. Na? Wie ist man Hylianisch? Schon ziemlich gut, oder? Ja, wirklich gut. Danke, meine jüngere Schwester ist viel in der Welt herumgekommen. Sie hat mir das beigebracht. Ich kann dir ein bisschen die Sprache der Gerudo beibringen, wenn du möchtest. Meine Waren haben ihren Preis. Aber meine Sprechlektionen sind gratis. Na, richtig, du bist ein Voi, ein Mann, meine ich. Du kannst unsere Sprache kaum verwenden, da du unsere Stadt nicht betreten darfst. Wenn die Hitze zu viel ist... Also sag, ich verkaufe modische Kleidung direkt aus Gerudo-Stadt. Suchst du einen wüsten Stirnschutz, dann bist du hier richtig. Früher war der für Voi nur schwer zu bekommen. Meine Kleidung sieht nicht nur fantastisch aus, sie hilft euch auch gegen die Wüstenhitze. Warum sich nur mit einem Teil begnügen, wenn die auch noch in anderen Farben gibt? Andere Farben? Die Farbe ihrer Kleidung zu ändern ist bei Voi in Hyrule voll in Mode. Wenn dich das interessiert, in Hateno im Osten von Hyrule gibt es einen Laden namens Tornado, wo das möglich ist. Hateno war mal ein friedlich kleines Städtchen, aber jetzt ist eine Touristenattraktion. Manche nennen es sogar die Modehauptstadt. Brauchst du etwas? Nee, danke. Das ist mein letztes Exemplar. Wenn du es kaufst, dann verrate ich dir ein Geheimnis, das nicht einmal die Gerudo kennen. Ja, ich hatte sowieso es vorzukaufen. Absolutes Muss für jeden modebewussten Voi, der in der heißen Wüste hier heiß aussehen möchte. Wenn du es kaufst, dann verrate ich dir ein Geheimnis. Mehr habe ich davon nicht. Danke. Sabak. Da du gerade mein letztes Exemplar gekauft hast, verrate ich dein Geheimnis. Das Stirnband, das du gekauft hast, ist Teil eines Sets. Es gibt auch noch einen Wüstenbeinschutz und einen Wüstenschulterschutz. Aber man kann sie nur an einem bestimmten Ort kaufen, und zwar im Gerudo-Geheimclub im Gerudo-Stadt. Und den findet man hinter der Boutique Wüstenblume. Oh. Wo ich darüber nachdenke, Voi dürfen Gerudo-Stadt gar nicht betreten. Ach, vergiss, was ich einfach gesagt habe. Naja, werden wir sehen. Erst der Sandsturm, jetzt die Monster und die jungen Weihe mit ihrer komischen Sprachweise. Ist das jetzt das Ende der Welt? Da sind wir doch einer Meinung, oder, kleiner Voi? Dann wieder, jeder, der hier einfach so anspaziert kommt, macht sich wohl sowieso keine Sorgen um sein Leben. Ich will bloß nicht, dass irgendeiner direkt vor meinen Augen den Löffel abgibt. Davon würde ich Abtrünge kriegen. Wenn du das brauchst, verkaufe ich es dir gerne. Ich wäre dir dankbar, wenn du mir alles auf einmal erkaufst. Na, danke. Die Welt endet gerade, also ist bei mir egal, was mit euch allen passiert, aber... Wenn du dich mal verirrst, schau zum Himmel. Da wird sogar der scheußliche Leuchtturm wie ein Zeichen der Hoffnung ausschauen. Solange du lebst, musst du alles tun, um weiter zu überleben. Geh mir bloß nicht drauf, kleiner Boy. Bro, what the fuck? What the fuck? Ja. Pass auf, dass du nicht verreckst hier. Alter, das ist ja richtig geil, was die Leute hier reden, ne? Materie und hier ist noch was. Basak, die Wüste ist ein gefährlicher Ort. Warum kaufst du nicht etwas, das dir Schutz gibt? Oh. Nimm alles von dem Fallen. Ah. Und wo du schon hier bist, willst du vielleicht auch in unserem Gasthaus ausruhen? Ah. Entschuldigung? Ich hab dich gehört. Möchtest du das Gasthaus nutzen? Das gewöhnliche Bett kostet 20, das Luxusbett 30. Was heißt Luxus? Das Luxusbett soll wohl irgendwie besser sein als das gewöhnliche Bett. Wenn es dich so sehr interessiert, kannst du es ja mal ausprobieren. Egal. Oh, hätte ich fast vergessen. Wir hoffen aus tiefstem Herzen, dass du wieder zu uns kommst, um bei uns zu übernachten. Ah, du bist ein Reisender, ja? Hast du zufällig etwas über Angelstädt gehört? Angelstädt? Wenn du nicht mal den Namen kennst, wie kann ich dann erwarten, dass du etwas über den Ort weißt? Angelstädt liegt in der südlichen Küste von Hyrule. Ich fuhr dort ein Gasthaus, doch dann wurde unser Dorf plötzlich von Piraten angegriffen. Ich floh hierher, mir nichts außer meinen Kleidern am Leibe. Aber die Sandstürme sind schrecklich und man erzählt sich, dass mysteriöse Monster aufgetaucht sind. Ich weiß nicht, wie es nun weitergehen soll. Ach, ich muss es erst aufbauen, damit ich mit ihr richtig reden kann, oder?
Hängst du hier auch wegen des Sandsturms fest? Hört ihr denn irgendwann wieder auf? Ich wollte mir die Ruinen ansehen, die auf die TikTok-Hängebrücke gestürzt sind. Aber dieser ständige Wechsel von Hitze tags und Kälte nachts schadet meiner Haut, also wollte ich ihr etwas Gutes tun. Ein Hautpflegeprogramm in einem Hotel wäre genau das Richtige. Nur komme ich wegen des Sandsturms nicht nach Gerudestadt. Das ist so ätzend. Ach. In Ordnung, alles gut. Jetzt ganz sachte das Gesicht entspannen, dann gibt es keine Fältchen. Und um die müsste ich mir keine Sorgen machen, wenn mir endlich das Hauptpflegeprogramm gehen könnte. In Gerudestadt gibt es ein Hotel, das von einer Gerude namens Aurora betrieben wird. Dort wird man so richtig verwöhnt. Die Luxusbetten hier sind nicht schlecht, aber gegen Auroras Hauptpflegeprogramm kommen sie nicht an. Es gibt nichts, was einen wieder so fit macht wie das. Und nach der Schufterei an der Dick-Duck-Brücke, da will ich meinen müden Knochen und meiner geschundeten Haut etwas Gutes tun. Aber dieser doofe Sandsturm. Hätte ich gewusst, dass ich so lange warten muss, hätte ich mir ein richtiges Buch mitgebracht oder eine Zeitung. Und drei Hinweise. Schreine, die seltsamen felsenförmigen Gebilde, die nach dem Kataklysmus plötzlich erschienen, werden Schreine genannt. Man rechnet sie aufgrund ihres Aussehens der Sonor-Zivilisation zu, aber man weiß nichts Genaueres. Wer vom Himmel gefallene Ruinen erforscht, wozu auch Schreine gehören, sollten genau auf die Umgebung achten, also auch auf den Himmel. Nach dem Kataklysmus taten sich große Löcher im Boden auf, denen Miasma entströmt und die man Abgründe nennt. Miasma ist äußerst gesundheitsschädlich, daher sollte direkten Kontakt unter allen Umständen vermieden werden. Bei Unwohlsein durch den Effekt von Miasma bitte unverzüglich den Abgrund verlassen. Vor Betreten eines Abgrunds muss die Erlaubnis von Joscha, der Leiterin der Abgrundforschung, eingeholt werden. Als ob man dafür echt erstmal nach zum Außenposten vor Schloss Hyrule gehen muss. Unsere Gruppe wurde von Prinzessin Zelda gegründet und mit der Forschung der Geschichte Hyrules beauftragt. Zu diesem Zweck studieren wir Ruinen und alte Dokumente unter einem archäologischen Gesichtspunkt. Im Zuge des Kataklysmus fielen einige große Anzahl von Ruinen der Sonor vom Himmel. Eventuell können wir die Hypothese beweisen, dass die Zivilisation dieses rätselhaften Volkes am Himmel erblühte. Und unserem Vorgesetzten Tauro verdanken wir dabei erst große Erfolge beim Entschlüsseln von Sonor-Schriftzeichen. Aktuell konzentrieren sich unsere gesamte Anstrengungen auf die Erforschung der Sonor-Zivilisation. Alle Forschungsergebnisse werden an die Spezialisten in unserer Forschungsbasis in Kakariko weitergeleitet. Aber leider muss ich dich enttäuschen. Die Sonor waren vor den Hylianern auf Schloss Hyrule, hier unten auf dem Boden, und wurden danach wegen Ganondorf, der Rest wurde dann in den Himmel geschickt, deswegen sind da Teile von denen. Dich wecke ich nicht auf oder wecke ich dich? Oh, egal. Ach, du bist ein Mann. Oh, ich bin wohl eingeschlafen. Hi. Na, guten Sabbat. Mein Fehler, ich habe zu lange hier gewohnt. Ich habe es mit Sabbat durcheinander gebracht. Das ist Gerudo-Sprache für guten Abend. In letzter Zeit tauchen übrigens einige seltsame Begrüßungen wie Wotta oder Sava auf. Steckst du auch wegen des Sandsturms hier fest? Muss schwierig für euch Hylianer sein, da ihr nicht so fliegen könnt. Je höher man nämlich fliegt, desto schwächer wird auch der Sandsturm. Hättest du Flügel wie Orni, würden dir so ein Sandsturm keine Probleme. Bis bald. Mein Fehler, ich habe Lebewohl und Savak durcheinander gebracht. Das ist Gerudo-Sprache für Lebewohl. Sand im Auge. Unglaublich, diese Kugel. Sieht echt uralt aus und wertvoll aus, oder? Angeblich soll es in Gerudestadt jemanden geben, der so altes Zeug untersucht. Da will ich die Kugel gleich gründlich unter die Lupe nehmen lassen. Ja, kann ich nicht nehmen gerade. Du weißt aber, dass du gleich an einem Sandsturm kommst, in dem selbst Kompasse nicht funktionieren, oder? Denk nicht einmal daran, dich auf gut Glück durch den Sandsturm zu kämpfen, hast du gehört? Und außerdem wird es in der Wüste des Nachts sehr kalt. Das macht es also noch gefährlicher. Oh. Dank häufiger Besuche über viele Jahre haben wir endlich geschafft, dass die Gerudo sich auf uns verlassen. Also flehe ich dich an, bitte schön, keine Unruhe mit leichtsinnigem Verhalten. Naja. Wie wurde gerade gesagt? Nach oben! Wir müssen in die Richtung. Ah, es wird kalt, scheiße. Reicht ein Kleidungsstück oder nicht? Es muss nicht mal ein Kleidungsstück sein. Ich sehe ja nicht mal den scheiß Turm. Aha, Gyptos. Ja, und gegen Gyptos sind Elementarwaffen extrem stark.
Wir müssen einfach nur in die Richtung, gell? Wüstengraben. Bro, wo bin ich denn jetzt? Muss ich hier lang? Ich glaube schon. Ey, wenn jetzt gleich auch noch ein Moldora auftaucht, dann bin ich sowas von weg. Muss doch nur in diese Richtung, oder nicht? Das Leuchten des vom Leuchtturm. Ich sehe nicht mal das. Bro, ich habe doch keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe. Ah, da lang. Da lang. Kann ich gucken, wo ich bin. Ah, One-Shots sind die Fliegedinger sogar. Also hier sind, glaube ich, diese Waffen extrem wertvoll. Ah. Ich habe sie getragen wegen der Kälte. So, hier hinter muss ich. Als ob ich jetzt gerade richtig gelaufen bin. Moin. Gerudo-Stadt. Ach du Kacke, what the fuck? Was zum Geil ist hier passiert? Da oben ist ein Gipto, glaube ich, oder? Und diese Kugeln wurden doch gebraucht bei den Kriegerinnenstatuen. Also sind die auch in der Wüste einfach verteilt worden. Okay. Gerudo-Lanze, eine Gerudo-Lanze mit zerfressener Spitze. Kombiniert man sie mit einem Material, wird dessen Stärke maximiert. Ihre Haltbarkeit steigt jedoch weniger. Okay, hier haben wir einfach jemanden, der... Alles klar. Oh, schon wieder eine Stimme. Hm? Ach, ist es nicht der Typ, der mir die Sandstiefel geben kann? Puh, hast du mich erschrocken. Du bist ja nur ein ganz normaler Julianer. Ich dachte schon, du bist der Geist einer holden Maid, die vom Monster umgebracht wurde. Um die zu sehen, bin ich nämlich hier, musst du wissen. Also die Gerudo-Maiden, nicht die Geister. Tja, aber leider ist hier tote Hose. Nur ab und zu hört man aus dem Brunnen eine Stimme. Wahrscheinlich sind hier alle von diesen Monstern abgemuxt worden. Wir sollten uns in Acht nehmen, dann wird wir nicht auch bald zu den Monstern gehören. Ich glaube nicht, dass die Gerudo einfach so abgekratzt wurden. Bro, Gerudo-Stadt ist schon krank hier, ne? Gipto-Knochen sind sehr stark, wenn ich mich nicht täusche, aber auch nicht sehr haltbar. Ich glaube, aus dem Zeug, da kommt die Stimme. Ja, da unten sind sie. Der alte Thronsaal, der wahrscheinlich, nachdem wir alles geschafft haben, wieder benutzt wird. Oder müssen wir hier auch wie in Angelstädt alles dann wieder reparieren, ne? Naja. Rijus Tagebuch. Heute habe ich einen beunruhigenden Bericht von Beile erhalten. Ein unbekanntes Miasma dringt unser Schloss Hyrule vor. Wer es berührt, soll davon krank werden. Unsere Verbündeten Link und Zelda befinden sich in Hyrule. Sicher werden sie die Situation unter Kontrolle bringen. Mich hat ein neuer und leider auch unerfreulicher Bericht erreicht. Link und Zelda sind unter Schloss Hyrule verschollen. Dann stieg das Schloss in die Luft empor und gleichzeitig erschienen auf der ganzen Welt zahllose schwebende Inseln. So viele unglaubliche Phänomene. Was ist nur mit dieser Welt los? Und sind die beiden in Sicherheit? Während wir uns um immer größere Sorgen um Hyrule machten, wurden auch wir Gerudo von Unheil heimgesucht. Ein unerwarteter Sandsturm treibte über die Stadt und ihre Umgebung. Wir haben uns in den Untergrund geflüchtet, aber als wir den Sandsturm untersuchten, wurden wir von einer Horde seltsamer Monster angegriffen, den Gyptos. Leider erwies sich mein neu entdeckter Blitzschlag als wirkungslos gegen sie. Viele Verletzte strömten in die Stadt und die Situation ist sehr unübersichtlich. Als Königin kann ich mich nicht vor meiner Verantwortung drücken. Das runde Steintor zur Untergrundstadt kann kein Monster überwinden. Das ist auch ein Segen, dass wir dort über reichlich Wasser verfügen. Wir müssen die Wasserwege aber eng gegen Feinde schützen. Für alle Fälle sollten wir auch das Loch hinter dem Thron verschließen. Hier rumzusitzen ist nutzlos. Ich werde die Untergrundstadt in Bailos Obhut lassen und meinen Blitzschlag üben. Die Ruinen im Norden sind nicht weit von der Stadt entfernt. Sie sollten für mein Training am besten geeignet sein.
Ich trage so viele Sorgen für die Gerudo und die Welt mit mir herum, aber nun tue ich einfach, was in meiner Macht steht. Sicher würde meine gute Freundin Zelda so etwas sagen. Ich bete zu Urbosa, dass sie und Link in Sicherheit sind. Okay, dann müssen wir also nach Norden, um Brijo zu treffen. Ach, du Heilige. Oder ist sie jetzt in Untergrundstadt? Ich weiß es nicht. Das werden wir dann gleich sehen. Je nachdem, wie lang dieser Schrein jetzt dauert, ne? Irgendwo ist Rijo beim Training. Da hinten vielleicht. Vielleicht da, ja. Schauen wir erstmal den Schrein. Vergrabenes Licht. Alter, nee, oder? Ach du Kacke, nein, oder? Wir dürfen jetzt hier echt. In anderen Zeldas gab es tatsächlich auch solche Items, ne? Ich denke nur an Skyward Sword, da gab es ja auch diesen Ding. Sogar einen ganzen Schrein, wo man sowas machen musste. Aber mit einem Dungeon-Item halt. Da wird wahrscheinlich der Schlüssel drin sein. Aber wenigstens muss ich hier keine Batterie verschwenden. Da ist der kleine Schlüssel. So. Mal gucken, was ich jetzt hier machen muss. Okay. Ich muss das Ding wiederholen. Ich muss den Ventilator wiederholen. Und ich glaube, die Untergrundstadt erreichen wir nächste Folge erst. So. So. Aber Moment, da muss ja Licht rein. Ach du Kacke. Und da muss das Licht drauf. Wie komme ich da nur hin? Kann ich nichts machen. Ich glaube, ich hab's gecheckt, oder? Ja, ich glaube, ich hab's tatsächlich gecheckt. Ich muss da hoch. Bin ich bescheuert? So geht's. Aber ja. So, sorry. So. So. Da ist ein Licht. Dann dürfte hier noch eine Truhe sein irgendwo. Vielleicht hier drin. Oder haben wir... Ne, wir haben noch eine Truhe. Okay, irgendwie müssen wir das Licht jetzt darüber kriegen. Okay. Oh, what? Ich glaube, ich muss unten sein dafür.
Wie kriege ich hin, dass... Moment, sag nichts. Brauche ich dann... Hä? Jetzt bin ich komplett verwirrt gerade. Und da hinten ist ja schon das Ende. Wie zum Geier. What the fuck? Wo ist die letzte Truhe? What is hier, what geht hier ab? Moment. Ich glaube, ich habe doch sogar noch ein Spiegelschild, oder? Ne, habe ich nicht mehr. Ja. Dann gucken wir einfach mal hier hoch. Irgendwie habe ich das Gefühl, das müsste ich... Warum, wo ist die dreckige Truhe? So. Wie zum Geier soll man das schaffen eigentlich? So. Müssen wir mal gucken, wie zum Geier wir das schaffen, ne? Du sollst ein Stück weiter vorne stehen. Pumpe, Alter, what the fuck muss ich hier machen? Moment, kriege ich es vielleicht irgendwie so hin? Okay, wir haben es durch und ich glaube, ich kann es runter tun. Ja. Aber ich frage mich trotzdem noch, wo zum Geier ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Ach, da ist ja noch. Da ist ja noch was. Dann da. Wahrscheinlich. Ja. So. Nicht hier, dann hier. Okay, what the hell? Gut. Vielleicht hochfliegen müssen wir, Alter. Dieser Schrein hat tatsächlich gerade mal in sich, glaube ich. Ah, deswegen soll ich den mitnehmen. Okay. Interessant. Interessante Mechanik sogar. Die Waffe ist sogar recht geil. So, jetzt haben wir aber alles. Gut, dann können wir den Schrein beenden. Da muss ich nicht die ganze Zeit das Gebläse hören. Und haben dann 20 Segenslichter jetzt?
Weiß ich gerade nicht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge schauen wir uns die Untergrundstadt an und müssen dann wahrscheinlich... Sie ist nördlich, gell? Oder? Ah, ich habe schon wieder vergessen. Irgendwo ist wahrscheinlich Rijo und übt gerade ihre Blitze. Also entweder da, da oder die sitzt jetzt unten drin. Das müssen wir gucken. Und würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Oh ja. Gladius.